Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir fahren jetzt unseren Tankwagen zurück zum Hof, um die nächsten Aufgaben in Angriff zu nehmen. Ich überlege gerade, wir haben jetzt 349.000. Wir könnten jetzt natürlich jetzt das Bier verkaufen. Das können wir locker machen. Das Holz ist nicht so ganz so wichtig, weil das reicht sowieso nicht. Anführungszeichen. Wir verkaufen jetzt Bier. Bin ja auch gespannt, was die Brauerei jetzt über Nacht gearbeitet hat. Über Nacht ist gut, jetzt haben wir mittlerweile bei 12. Die Gülle ist von den Schweinen weg, ist verkauft. Beziehungsweise steckt auch teilweise im Anhänger, weil es leider nichts mehr reinpasste. Aber ist halt so, ne? Die Milch haben wir, den Anhänger mal gleich hier zurückstellen. Und, hier so rein. Also hier kommt nur Milch und Wasser rein. Ja, Wasser auch, aber zurzeit kein Wasser. So, dann wenn wir den LKW nehmen. Das ist ja egal. Und werden jetzt die anderen Anhänger nehmen. Verballen. Auch verballen nebenbei. Und werden die Paletten mit Bier jetzt verhökern. So, ist da ein Engel dran? Nö. Wo ist überhaupt dran? Hat er erst da hinten. Okay. Wenn wir den so nehmen. Ist der später Winter, kommt noch mal Schnee? Ich hoffe nicht. Alt ist. Hier 90. Wir haben schon gutes 0,5. Das ist, die wären bald zu weit, ne? 33. 0,5, das sind eine Sau. Das wird ja so viel. Ach, das ist ein männliches Tier. Männliches Tier wird schwerer. Ah. Gut, das ist mir jetzt logisch, ne? Die männlichen Tiere werden schwerer. Ich habe ja nur geschaut nach Jungschwein, nach Ferkel. Die hat nicht schlecht. Ah. Das wären ja richtig schwere Poppies. Das wären Schinken. Hier, oh, wir müssen hier bald. Hier muss irgendwas im Futter sein, was hier so fruchtbar macht. Kälber. Mal gucken, was wir männliche Tiere haben. Müssen wir schauen bei Gewicht. Die haben ja jetzt alle Nummern, ne? Also die Nummern. So weiblich, männlich. Rutscht. Ein männlicher haben wir auf jeden Fall, das ist ein Kilo mehr. Zwei männliche sehe ich ganz groß. Gut, okay. Die wollte ich herausnehmen aus dem Stall. Aber das ist nicht so wichtig. Da darf ruhig der LKW voll werden mit Anhänger mit Tieren. Ich meine, noch dürfen sie bei der Mama bleiben, ne? Obwohl das ja eigentlich so ist. Jeden Kuhstall, also wo Milch produziert wird, kommen die Tiere in einen separaten Bereich, in denselben Stall logischerweise, weil Tiere sind ja ein bisschen empfindlicher als die Erwachsenen. Das ist Holz, ne? Na, nur ist egal, fahren wir Holz. Das geht auch. Dann kann die Säge wegarbeiten. Boah, was soll's. Ich wollte eigentlich die Paletten verkaufen. Bier und so. Ah, das schaffen wir heute auch noch am Tag. Also ist halb so wild. Ja, Schlachtdruck, da müssen wir eh viel Geld noch sparen. Also das ist. Ja, ich meine. Die BGH noch mal 100.000 bringt in der Nacht. Ja. Deckt mal die Zinskosten ab, ne? Nee, also wir müssen die Zinsen, also die Schulden abzahlen, dann nutzt auch nichts, das ist ja das nächste Ziel. Sobald es hier also die nächsten Erträge Piepmatz. Piep Ruhe. Habe ich die gestört? Ich habe mich festgefahren.
aber nicht lange. Dann fahren wir über den Acker. Oh. Bin ich ja mein eigener Acker, na gut. Ja, nicht so schön. So, wir müssen nach rechts. Bäume holen, ne? Das für Sägewerk. Da ich ja auch einen Kasten und schönen Mod, da kann man die Bäume reinwerfen und dann werden sie als umgewandelt Prinzip und dann ist das alles lange Bäume. Also gleiche. Hier ist ein Chaos. Hier ist ein Chaos. Ob wir hier genug Holz rauskriegen? Wieder 36.000 ungefähr. Ja, eins, zwei. Dunkel nicht mehr gesehen, die Bäume. Da sind noch stehen ein paar. Und da hinten stehen noch ein paar. Naja. Gut, mal sehen, ob wir aufgeladen kriegen, ne? Der Anhänger ist ein bisschen kleiner wie der andere. Aber das ist egal. Haben wir halt doppelt, ne? Denn da kriegen wir ja nur die einmal rauf. Aber der andere wäre auch zu eng mit den ganz großen. Wir müssen so einen Force-Anhänger kriegen. Gibt es so einen speziellen jetzt? Aber ich glaube nicht für Holz. Und das Hauptproblem ist eigentlich hier gewesen, dass die Holzer, die Bäume alle so kurz sind. Und zwar recht groß und dick, aber kurz. Ist. Ergibt nicht viel Holz, ne? Also wir müssen jetzt ein Sägewerk so einstellen, dass wir, das darf ich nicht vergessen, dass wir jetzt das auch entsprechend, ja, das sieht ganz gut aus, dass wir da jetzt entsprechend auch Paletten nur kriegen und keine OBS und so Zeug. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Ich brauche Paletten für den Sommer. Da ist noch ein Baumstumpf. Aber wie gesagt, ein Baumstumpf macht kein Problem. Ob 2, 3 würden kein Problem machen, ne? Also wäre nur ärgerlich, wenn die so hoch sind, wenn es hohe bei sind, dass man dann bei der Ernte ständig irgendwo drüber fahren muss, ne? Oder anderweitig störend sein könnte, ne? Also bei der Aussaat oder so, Aussaat sage ich schon, beim Pflanzen der Bäume, dass du ständig irgendwo hängen bleibst, ne? Das ist dann ungünstig. So, da fahren wir schnell rüber. Ja, wenn man Diesel herstellt, können wir Baumstammproduktion machen, ne? Aber das ist ein bisschen unrealistisch, ne? Das ist, ja, das ist nicht richtig, in Anführungszeichen, ne? Wir können hier gleich Palettenproduktion machen draus, ne? Ich wollte eigentlich gucken nach Wetter. Läuft das gut? Da mal ganz kurz rüberspringen. Da wir den leer kriegen, dass er wieder Silage laufen kann. Aber das ist komisch. Anzeigen tut er nicht, aber er war voll. So, da kann er ja weiterarbeiten. Ja, so kann er hier ein bisschen mal tun, ne? Ja, scheiße, was du. Macht nix. Jetzt arbeitet er wieder. Der hat sich ausgeschaltet. Ja, wenn er an grün rangeht, ist blöd, ne? Ja, da muss ich sehen, dass irgendwie, keine Ahnung, manuell rauskriegen, ne? So. Ist LKW abgehauen? Ne, ist hier. Nur 9. Dreimal läuft. Okay. Da muss ich nicht so gucken. Meistens gehen die LKWs aus, ne? Und dann gehe ich mir automatisch auf den Drückerknopf und sage hier an, wieder an, ne? Und dann ist er aus. Aber gut. Nicht so schlimm. Wir fahren jetzt zum Sägewerk und geben es ab und müssen gleich gucken, dass wir
die anderen Dinger halt deaktivieren, dass nur Paletten produziert werden. Paletten habe für mich erstmal ganz oben auf der Liste. Wir werden zwar einige haben, aber halt nicht genug. Das Hackschlüssel werden wir im Papier verfrachten. Und das andere sehen wir weiter. So, dann machen wir gleich mal alles weg. Alles Holz weg. Ja, nachts auf 30 und aber auf 60, glaube ich. Ganz schön. So, L. Y. B. Verkehrte Seite. Schön, dass wir sehen, wie plötzlich der Holz auftaucht, ne? Aber das ist interessant. So, gehen wir gleich mal Richtung Bedientafel hier, ne? So, fast 100.000 Vorhänge, ne? Also Paletten haben wir ganz gut schon. Und Bretter sparen oben erst, das brauchen wir nicht. Das gehen wir rein. Ja, okay. Halt! 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 Ist eh aus. Okay, der kann bleiben. Das soll ruhig voll werden, ne? Also, das darf ruhig, also ruhig, ne? Ja, gibt auch Ruhe, ne? Paletten macht keinen Krach. Okay, kein Problem. Macht aber nichts. So, Uhrzeit. 12. Ja, jetzt müssen wir es schaffen, ne? Sollen wir gleich umstellen. Nach vorne wieder. Nächste Ladung Holz. So, 3 Anhänger, 4 vielleicht. Dann kriegen wir auch schöne Paletten bei raus. Mengenmäßig. Denn die brauchen wir ja alle zum nächsten Mal im Frühling zum Herbst, und sobald wir die Ernte einfahren, ab mit Hopfen nachher im Prinzip können die Brauerei wieder laufen. Ne? Dann wäre das blöd, wenn wir keine Paletten hätten. Ne? Also daran soll es nicht scheitern. So, wieder mal nicht um die Ecke fahren. Ne? Ja, das. Jetzt haben wir uns verfranst. Aber voll. Ja, wenn es zu schnell gehen soll, ne, geht's in die Büsche. Gut, dass da keine 3 Meter Schnee liegen. Dann oben und möchte. Klickt sogar richtig. Ja, wenn Freitag, nachdem das frei ist, das spielt sich ganz anders, als wenn man gearbeitet hat, ne. Man hat doch ein bisschen mehr Ruhe gehabt zu Hause, also ganz kurz. Hab ich ein Nickerchen gemacht, ne, nachdem das. Nach der zweiten Folge habe ich gemerkt, naja, jetzt lässt doch ein bisschen nach, ne? Und ja, apropos Armbrot, noch nicht vergessen. Aber ich habe was vorbereitet, das geht ganz schnell. Aber wir haben noch. Mache ich hier nach kurz Pause und esse was. Mal wieder Seiten wechseln, ne? Kriegt nämlich langsam Kohldampf und das ist schlecht. Mein Gut, ich werde deswegen nicht sterben, ne? Aber irgendwann ist er nachher eine Magenknot, ne? Ist das nicht so mein Fall? Er sieht heute besser auf wie letztes Mal. Also Holz haben wir gar nicht. Wie gesagt, das sind alles so kurzen Fuzzis gewesen. Das ist ein bisschen, ja, soll ich sagen, ne? Nichts bei rauszuholen, ne? Aber gut.
Wir müssen ja das nehmen, was da ist, ne? Leider. Hier haben wir auch noch mal kriegen, die paar Dinger hier, das geht schon. Den einen wollte ich nehmen, denn da hieß es, ist nicht mein Land. Ich glaub's, pfeift ein Schwein, ne? Also alles meins normalerweise. So, der ist voll. Voll ist voll, ne? Kollege. Das ist ein bisschen gefährlich jetzt, wenn wir aufpassen. Zeit, ja, wir fahren auch zum Sägewerk. Hauptsache, das fällt nicht um, ne? Das ist ein gutes Foto nachher zum Anfang für die nächste Folge. Ich muss ja immer kauen, dass ich ein schönes Anfangsbild habe. Das ist immer. Ja, es fällt halt nicht auf, wenn man nur ein großes Bild hat mit viel Acker. Das bringt ja halt nichts, ne? Da muss man schon einen LKW haben oder einen schönen Traktor, ne? Oder auch eine schöne Produktion dahinter, dann geht's auch, ne? Oder ich muss mal zum Händler fahren, dass ich da was habe. Immer ein paar Fahrzeuge zum Beginn. Aber das ist mir ungünstig, weil das sollte ja auch zusammenhängend sein, was in der Folge passiert, ne? Also, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Drescher zu sehen wäre und ich würde nicht ernten mit den Dreschern, dann wäre es irgendwie auch Täuschung, falsche Tatsache, ne? Aber die Zeit der Ernte kommt auch bald wieder, also da geht ja ruckzuck, obwohl der Raps noch nicht grün ist, ne, mal dazu sagen, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen und seid mal tschüss und winke winke, ciao ciao, ausmachen, bis vielleicht zum Morgen wieder. Tschüss.